Dann rufe ich den nächsten Punkt auf. 45, Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Gesundheitsschutz berücksichtigen, Recht auf Bildung gewährleisten, 2026-80. Wort hat der Kollege Moritz Promny von der FDP. Bitte sehr. Herr Präsident, werte Damen, meine Herren! Wie soll das nächste Schuljahr vorbereitet werden? Wie sehen die sanitären Anlagen an den Schulen aus? Wie sieht es mit dem Schulinternetanschluss aus? Wie ist die WLAN-Ausleuchtung? Läuft das Schulportal? Wie sollen wir trotz kurzer Vorbereitungszeit den Bedürfnissen aller gerecht werden? Das sind nur ein paar Fragen, die uns derzeit erreichen, die aber schnell verdeutlichen, das Wiederhochfahren des Schulbetriebs deckt unbarmherzig die Defizite unseres Bildungssystems auf. Und dabei hätte schon seit den Schulschließungen Mitte März klar sein müssen, dass der Schulbetrieb auch irgendwann wieder beginnt. Trotzdem scheinen die Schulen mit der schrittweisen Öffnung zunehmend zum Forschungslabor zu werden. Über 700.000 Schülerinnen und Schüler, gut 2.000 Schulen, ein Experiment. Damit die Schulöffnungen kein Experiment bleiben, braucht es umfassende Konzepte, braucht eine klare Kommunikation. Auch nachdem die Konzepte veröffentlicht wurden, blieb der Kultusminister jedoch eines schuldig, eine transparente Abwägung der zur Verhandlung stehenden Güter. Gesundheitsschutz, Recht auf Bildung, Chancengerechtigkeit und nicht zuletzt die Entlastung der Familien. Es fehlt hier an einer Gesamtstrategie. Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler werden, solange es geht, darüber im Dunkeln gelassen, warum bestimmte Maßnahmen gelockert werden und andere nicht. Das Urteil des VGA Kassel bietet hierfür ein Beispiel. Das Kultusministerium, meine Damen und Herren, fährt auf Sicht und kommuniziert nicht der Krise angemessen. Zum Beispiel, die erarbeiteten Hygienekonzepte erreichten die Schulen erst am 22. April, unmittelbar vor den geplanten Schulöffnungen. Und dabei waren doch die Hinweise des RKI zum Gesundheitsschutz da schon alles andere als neu. Scheinbar hat man in der Zeit vor Ostern nicht realisiert, dass es auch eine Zeit nach Ostern geben wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein weiteres Beispiel, dass die Notbetreuung auch für Lehrkräfte gelte, verkündete der Kultusminister einen Werktag davor. Immerhin wurde mitgeteilt, dass das Land den Schulen mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln aushilft. Die Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl von COVID-19-Tests für den Bildungsbereich fehlen aber weiterhin. Auch wurde mittlerweile erkannt, dass bis zu den Sommerferien kein normaler Präsenzunterricht möglich ist. Es muss digital und analog beschult werden. Und ähnlich wie bei den Hygienekonzepten sieht es jetzt bei der Handreichung mit dem Titel Rechtliche Klärung, Empfehlungen und Informationen zu unterrichtsersetzenden Lernsituationen aus, meine Damen und Herren. Die Handreichung erreichte die Schulen noch später als das Hygienekonzept, erst Wochen nach den Schulschließungen. Die grundsätzlichen Fragen der digitalen Bildung bleiben da natürlich weiter offen. Die Schulen sollen nur Stoff vermitteln, den sie bereits durchgenommen haben. Wie soll das reichen, wenn die Off-School-Situation noch wochenlänger andauert? Ähnlich sieht es bei der Frage der Bewertung aus. Die Leistung von Schülerinnen und Schülern kann nur im Ausnahmefall positiv berücksichtigt werden. Das war für die ersten Wochen der Schulschließung vielleicht noch okay. Aber auch hier gilt, ist das genug für wochenlange Schulschließungen, gar monatelange? Hier muss die Frage erlaubt sein, bedarf es nicht einer rechtlich sicheren Bewertungsmöglichkeit von Leistungen in den kommenden Wochen? Auch die generelle Bestandsaufnahme der digitalen Bildung in Hessen sieht leider düster aus. Zahlreiche Studien zeigen es.
zu wenig, zu spät, zu langsam. Meine Damen und Herren, mit dem digitalen Vorreiter Dänemark brauchen wir uns in puncto Endgeräte, Verfügbarkeit von Lernmanagementsystemen, IT, Ausstattung und Support gar nicht erst vergleichen. Wir liegen aber auch hinter vielen anderen Ländern, wie etwa der Schweiz. Nach einer Studie des Bildungsinstituts IBB gaben 82% der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter an, ihre Schule nutze in der Krise Online-Plattformen. Die Schulen in Hessen müssen also leider selber kreativ werden. Auf die Nutzung privater Anbieter von Lernplattformen und Bildungsmedien verweist der Kultusminister in seiner Handreichung, nämlich lediglich mit dem Satz, dass nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts gegebenenfalls zusätzliche Kosten entstehen, die dann von den Schulen getragen werden müssten. Schon vor Wochen stellte die KMK 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt für die Unterstützung des digitalen Lernens in Aussicht. Warum wird den Schulen mit diesen Mitteln nicht jetzt unter die Arme gegriffen? Respekt dafür, dass die Schulen von sich aus kreativ geworden sind, sieht ganz anders aus, meine Damen und Herren. Wir Freien Demokraten fordern, dass die Zeit der Improvisierung jetzt vorbei sein muss. Dafür braucht es unter anderem eine adäquate Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten. Die Schulen müssen aus den Mitteln des Digitalpakts schnell unbürokratisch versorgt werden. Und bevor jetzt der Verweis auf die 500 Millionen Euro aus dem Bund kommt, wenn ich mir anschaue, wie lange die Umsetzung des Digitalpakts gedauert hat, da habe ich wenig Hoffnung, dass das Geld jetzt auch zeitnah bei den Schülerinnen und Schülern in diesem Land ankommt. Die Schülerinnen und Schüler können aber nicht länger warten. Sie brauchen die Endgeräte. Das gebietet nicht zuletzt die Chancengerechtigkeit in diesem Land. Und warum wurde nicht vor Wochen die Förderrichtlinie für den Digitalpakt angepasst? Das Geld ist da und hätte bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern landen können. Aber statt selbst aktiv zu werden, wird darauf gewartet, dass der Bund es irgendwie schon richten werde. Meine Damen und Herren, ein letzter Punkt zur Digitalisierung. Neben der Ausstattung mit digitalen Endgeräten bedarf es der Skalierbarkeit des Hessischen Schulportals. Der Skalierbarkeit des Hessischen Schulportals. Der neue Zeitrahmen ist vom Minister selber gesetzt worden. Er verkündete im Interview in der Frankfurter Zeitung am 26.04. bis zum Sommer sollen alle Schulen in Hessen die Möglichkeit haben, an das Hessische Schulportal angeschlossen zu sein. Ja, meine Damen und Herren, die Wahrheit sieht leider anders aus. Auf der Seite des Schulportals ist etwas anderes zu lesen. Ich möchte das einmal zitieren. Ab dem 20. April werden keine neuen Registrierungsanträge von Schulen mehr bearbeitet. Und weiter ist da zu lesen, gestellte Anträge behalten zwar ihre Gültigkeit und werden bearbeitet, aber erst, sobald sich neue Ressourcen ergeben. Was ist denn mit den Ressourcen? Wo bleibt die Erhöhung der Serverkapazität? Wie sieht es aus mit dem Support in Echtzeit? Wo bleibt eine Taskforce, die flächendeckend die Fortbildung für Lehrkräfte übernimmt? Und wann wird endlich ein Videokonferenztool in das Schulportal eingebaut? Wie sieht es aus mit der Einbindung externer Lernmöglichkeiten? Meine Damen und Herren, die schlechte Nachricht ist, das weiß hier keiner so genau seitens der Landesregierung. Und darüber kann auch eine noch so gut gemeinte Handreichung leider nicht hinwegtäuschen. Meine Damen und Herren, ich komme zum letzten Punkt und zum Schluss. Es ist wichtig, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Bildungssystem auch wissenschaftlich begleitet wird, um perspektivisch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu können. Denn die Krise bietet auch immer eine Chance. Sie schärft nämlich den Blick für die Strukturen, die normalerweise nur wenig oder gar nicht sichtbar wären. Und so können wir für den Bildungsauftrag der Schule fruchtbare Impulse gewinnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Kollege Brumny. Das Wort hat der Abg. Heiko Scholz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Ja, die Corona-Pandemie hält uns alle noch immer im Zangengriff, obwohl man uns ganz vorsichtig die Rückkehr in eine Vorahnung von Normalität gestattet. Die Friseure haben seit Montag wieder geöffnet. Kinder dürfen endlich wieder auf Spielplätze. Alten- und Pflegeheime sind wieder für Besucher offen und so weiter. Der Schulbetrieb wurde am 27.04. teilweise wieder aufgenommen. Und wie es weitergeht, erfahren wir wohl heute noch. Meine Damen und Herren, schauen wir einmal ein paar Wochen zurück. Beginnen wir am Freitag, den 13. März. Die Landesregierung rief die Aussetzung der Schulpflicht ab Montag, den 16. März, bis zum Ende der Osterferien aus. Das Kultusministerium hatte entgegen seiner Verlautbarung weder einen Strukturplan noch ein konkretes Konzept für das geordnete Herunterfahren des Schulbetriebs. Dies bedeutete, am Montagmorgen erwischte es Schulen, Lehrer, Schüler und Eltern eiskalt. Notdürftig wurden die Schüler noch am Montag mit Arbeitsaufträgen, zumeist aus dem Lehrbuch entnommen, versorgt, um zumindest die erste Woche einigermaßen überbrücken zu können. Dann wurden sie nach Hause geschickt. Ab jetzt hieß es Heimunterricht. Wir bleiben ab jetzt zu Hause. Alle Beteiligten standen damit vor mehreren Problemen. Wie halten wir die Kommunikation aufrecht? Auf welchem Wege können die Fachlehrer den Kindern Arbeitsmaterialien zukommen lassen? Wie kann ich als Lehrer die Arbeitsergebnisse kontrollieren bzw. bewerten? Auf welche Weise können leistungsschwache Kinder unterstützt und ihre Motivation aufrechterhalten werden? An dieser Stelle die Frage nach Chancen und Bildungsgerechtigkeit stellen zu wollen, erübrigt sich wohl. Sicherlich verlief es nicht an allen Schulen in der skizzierten Weise, jedoch an zu vielen, meine Damen und Herren. Der Ausnahmezustand legt fundamentale Defizite unseres Bildungssystems offen. Fernunterricht kann eben nur mit einer entsprechenden digitalen Infrastruktur sowie mit den diesbezüglich gut ausgebildeten Fachlehrern gelingen. Darüber hinaus müssen alle Schüler ebenfalls in diese Infrastruktur eingebunden sein. Das heißt, diese müssen über die entsprechenden digitalen Endgeräte verfügen, benötigen einen schnellen Internetzugang und anderes mehr. Rheinland-Pfalz ist uns diesbezüglich um einiges voraus. Im Zusammenhang und der Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden wurden und werden dort auf unbürokratische Art und Weise digitale Endgeräte an bedürftige Schüler verliehen. Doch noch bevor der Beschluss des Bundes kam, 500 Millionen € für alle bedürftigen Schüler Deutschlands zwecks Erwerb digitaler Lehrmittel zur Verfügung zu stellen. Wieso kam eigentlich die Hessische Landesregierung nicht auf diese Idee? Der vor einem Jahr beschlossene und in höchsten Tönen besungene und intensiv debattierte Digitalpakt erwies sich gerade im Hinblick auf die nun eingetretene Ausnahmesituation als hierfür untaugliches Bürokratiemonster. Bezeichnend ist, dass bisher nur ein kleiner Bruchteil der 5 Milliarden € zuzüglich Landesmittel abgerufen wurde, obwohl das Hessische Digitalpakt-Schulegesetz bereits am 25. September 2019 in Kraft trat. Könnte dies etwa daran liegen, dass einige Schulen mit der Erstellung der zugehörigen didaktischen Konzepte überfordert sind bzw. vonseiten des Kultusministeriums alleingelassen wurden und werden? Benötigen die Kommunen eventuell mehr Beratung bei der Antragstellung und der Vorfinanzierung der beantragten Finanzmittel? Wie sieht es eigentlich mit den horrenden Folgekosten für die Schulträger in den kommenden Jahren aus? Diese werden unweigerlich auf sie zukommen, was tendenziell dazu beiträgt, die Fördermittel erst gar nicht beantragen zu wollen. Dies sind Fragen, die es schnellstens zu klären gilt. Sehr verehrte Vertreter der Landesregierung, wir benötigen kurzfristige und möglichst unbürokratische Lösungen. Die Schulen sind auf diese Mittel angewiesen.
das hochgelobte hessische Schulportal, welches in der letzten KPA-Sitzung vorgestellt worden ist, soll doch tatsächlich nach deren Aussagen schon 2021 oder 2022 allen Schulen in Hessen zur Verfügung stehen. Das wurde uns ja damals gesagt. Es wurde berichtet, dass 650 Schulen dieses Portal lediglich zur pädagogischen Organisation sowie zur pädagogischen Verwaltung von Netzwerken nutzen, das heißt, seine Funktion als Lernplattform überhaupt nicht ausschöpfen. Daher, verehrte FDP-Fraktion, Ihre Forderung, das Schulportal, müsse spätestens bis zu den Sommerferien allen Schulen zur Verfügung stehen, nebst technischer Infrastruktur und entsprechender Serverkapazität und Hilfe. Ja? Aber steht ja nicht im Antrag. In Echtzeit sowie Videotelefonie klingt in meinen Ohren wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als Ihre Prognose in Erfüllung, liebe Kollegen. Weil man aber träumen darf und der Opposition in ihren Forderungen keinerlei Grenzen gesetzt sind, schließen wir uns dieser Forderung natürlich sehr gerne an. An einer Stelle ziehen wir allerdings nicht mit. Eine Einbindung externer Lehrmaterialien unterschiedlicher Anbieter stehen wir mehr als nur kritisch gegenüber, da hierdurch partikulare Interessen in Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule hineinwirken können. Übrigens experimentiert man in Hessen schon seit mindestens 10 Jahren an den verschiedensten digitalen Lehrplattformen und Cloud-Lösungen herum. Vorbereitende Schulungen zum elektronischen Lernen wurden viele Jahre weder angeboten, noch wurden die Kollegen motiviert, sich diesbezüglich weiterzubilden. Da man aber in der Vergangenheit die Schulen auch im Bereich Medien- und EDV-Ausstattung vernachlässigt und totgespart hatte, verwundert es überhaupt nicht, dass vor allem Hessen in der Digitalisierung so sehr hinterherhinkt. Auch hier beobachten wir jahrelanges Versagen der schwarz-grünen Landesregierung, welches durch die gegenwärtige Krisensituation in erschreckender Weise zutage getreten ist. Ähnlich unvorbereitet und wenig koordiniert präsentierte sich das Kultusministerium im Zuge der teilweisen Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen ab dem 27. April. Die Schulleiter und Lehrer saßen schon während der Osterferien auf den sprichwörtlich heißen Kohlen. Viele Schulleiter berichteten, vom HKM alleingelassen worden zu sein. Ich zitiere die Vorsitzende des Gymnasialausschusses im Frankfurter Stadtelternbeirat. Die Kommunikation seitens des HKM über die Schulämter an die Schulen war bisher insgesamt spärlich und zäh. Wir sind mit der Situation sehr unglücklich. Nur gut, dass zumindest die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag Drucksache 20-2614 bereits am 9. April einen detaillierten Wiedereintrittsplan vorlegte und somit dem Kultusministerium einen Teil seiner originären Arbeit abnahm. Denn die Vorschläge wurden, man höre und staune, fast eins zu eins übernommen. Es freut mich daher, feststellen zu können, AfD wirkt, meine Damen und Herren. Obwohl der Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten bereits am 15. April gefasst wurde, in dem es heißt, die Schulträger sind aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen, informierte man die Obleute des Kulturpolitischen Ausschusses erst am 23. April über den Versand eines Hygieneplanes. Eine Handreichung zu unterrichtsersetzenden Lernsituationen für die Schulen erfolgte erst am Freitag, den 24. April. Das heißt, pünktlich zum Wochenende. Zur Erinnerung, am 27. April sollte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Hier hatten die Schulen tatsächlich ungemein viel Zeit, sich angemessen vorbereiten zu können. Es ist sachlich nicht nachzuvollziehen, warum das Kultusministerium nicht viel früher agierte. Nur dem vorausschauenden hohen persönlichen Engagement der Schulleitungen und Lehrer ist es zu verdanken, dass sie neben der Betreuung der Schüler, welche sich ja weiterhin in der Heimbeschulung befinden, den geplanten Neustart unter strengster Einhaltung des Hygieneplans so reibungslos vollziehen konnten. Ihnen gilt heute unser Dank und unsere Anerkennung für diesen Einsatz. Wie wir gestern erfuhren, werden ab dem 18. Mai die Viertklässler der Grundschulen sowie der restlichen Schüler der Sekundarstufe 1 und 2 und ab dem 2. Juni auch die Schüler der 1. bis zur 3. Klasse an die Schulen zurückkehren. Für viele Eltern und Schüler bedeutet dies einen weiteren entscheidenden Schritt in die Normalität.
Gerade die Kinder sehen sich zurück zu ihren Klassenkameraden, sehen sich nach sozialen Kontakten. Und genau vor diesem Hintergrund unterstützen wir auch sehr gern die Forderung der FDP, die Schulträger in dieser schwierigen Lage nicht sich selbst zu überlassen, sondern umgehend unbürokratische Hilfe zu forcieren, damit sie überhaupt die hohen Hygieneauflagen und Abstandsregeln, die Sanierung sanitärer Anlagen, die Versorgung der Schulen mit hinreichend vielen Schutzmasken und Desinfektionsmitteln umsetzen zu können. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn es aufgrund mangelnder Hygiene zu erneuten Schulschließungen kommen müsste oder noch drastischer durch eine Erhöhung der Anzahl der Neuinfektionen und damit verbundenem Ende der Lockerungsmaßnahmen käme. Unser Appell an die Landesregierung lautet, handeln Sie bitte umgehend. Bei aller Euphorie aufgrund Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Sehr geehrter Herr Präsident, bei aller Euphorie aufgrund der Ausweitung bevorstehender Lockerungen und gebotenem Optimismus sollten wir nicht vergessen, dass wir immer noch am Anfang des Dilemmas stehen. Deshalb wird die Rückkehr zum normalen Schulbetrieb wohl noch in ferner Zukunft liegen. Daher halten wir es für fundamental, jetzt unter Zuhilfenahme der vielfältigen Erfahrungen der letzten Wochen die notwendigen Schritte einzuleiten, damit die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag auch unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes vollumfänglich gerecht werden können. Die AfD-Fraktion stimmt eingedenk der ausgeführten Vorbehalte dem vorliegenden Antrag der FDP-Fraktion zu. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Gesundheitsschutz gewährleisten, das Recht auf Bildung garantieren. Das ist der Titel Ihres Antrages, werter Kollege Pomni. Da kann ich nur voll zustimmen. Im Übrigen, dieser Grundsatz gilt vor Corona, während Corona und nach Corona. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine gute Überschrift für Ihren Antrag. Ausdrücklich Lob. Zweite Bemerkung. Ja, Schulschließungen haben vielfältige Auswirkungen. Auch da kann ich Ihnen nur recht geben. Die Betreuungssituation der Kinder ist eine herausfordernde. Es hat auch eine gesundheitliche Dimension, wenn sich die jungen Leute nicht mehr so bewegen können, wie sie es gewohnt sind, wie sie aus einem Umfeld herauskommen. Das ist zweifelsohne für Eltern und für Lehrer, aber natürlich insbesondere für die Kinder eine große Herausforderung. Und gleichermaßen ist die Fragestellung, wie bringe ich eigentlich die Inhalte, die es zu vermitteln gilt, an die Kinder weiter. All das gehört zusammen. Deswegen will ich auch an der Stelle sagen, ausdrückliche Zustimmung zu dieser Aussage in Ihrem Punkt 1. Gestatten Sie mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich aber auf die Chronologie der Ereignisse schon mal ein Stück weit zu sprechen komme. Ich will die Kollegen aus dem Bildungsbereich daran erinnern, am 11. März saßen wir gemeinsam im Kulturpolitischen Ausschuss. Während der Sitzung hat uns das Robert-Koch-Institut noch den Hinweis gegeben, wir raten, das war der Mittwoch, wir raten von Schulschließungen ab und wir raten von der Schließung der Kitas ab. Am 12., das war der Donnerstag, 12. März, war die Beratung der Ministerpräsidenten, also die MPK, gemeinsam mit dem Kanzleramt und unter Zuhilfenahme und Beratung auch des RKI. Da wurde dann abends kundgetan, wir raten doch dazu, dass die Schulen zeitnah geschlossen werden. Und jetzt kommt es, die Hessische Landesregierung hat unverzüglich agiert und am 13., also an dem Freitag, genau das getan, was man in Abstimmung mit der Wissenschaft beraten hat, nämlich am 16. dann die Schulen unverzüglich zu schließen. Und deswegen, lieber Kollege Rock, auch liebe Kollegin Faeser, wenn ich dann Ihre Presseerklärung vom 13.3., das ist nämlich genau dieser Freitag, Freitag der 13. für Sie zumindest, lese, da steht dann wörtlich drin,
Das oberste Ziel muss es sein, die Vorbereitung, die Verbreitung des Virus so weit zu verlangsamen, dass nichts weiter passiert. Was auch immer es braucht, muss getan werden. Deswegen fordern wir die Landesregierung auf, dem Beispiel Bayerns und des Saarlandes zu folgen. Die kommenden 5 Wochen sind maßgeblich. Jetzt weiß ich schon, was kommt, Herr Kollege Rock. Bayern hat um 13 Uhr und wir um 17 Uhr die Presseerklärung. Herr Kollege Schwarz, auch wenn Sie wissen, Kollege Schwarz, auch wenn Sie wissen, was kommt, machen wir trotzdem. Also gut. René Rock, bitte, das gehört nicht so lang. Ja, Herr Schwarz, ist es nicht so, dass der Ministerpräsident bis zur letzten Minute sich gegen Schulschließungen gewehrt hat und deshalb es natürlich absolut gerechtfertigt war, dass die Opposition der Landesregierung hier auf die Sprünge geholfen hat? Kollege Schwarz. Vielen Dank für die Frage. Zur Klarstellung, es ist ausdrücklich nicht richtig. Es ist ausdrücklich so, dass der Ministerpräsident gemeinsam mit der Kanzlerin und den Kollegen Ministerpräsidenten an diesem 12., an dem 12. März beraten hat und am 13. in Abstimmung im Kabinett unverzüglich umgesetzt hat, was das Ergebnis der gemeinsamen Konsultation war. Insofern völlig in Ordnung. Und genauso macht man das. Insofern, Ihre Presseerklärung war gut gemeint, war inhaltlich auch nicht ganz verkehrt, aber die war schlicht und ergreifend hinter der Lage. Wir haben da schon längst abgeräumt gehabt zu dem Zeitpunkt. So, dann machen wir weiter. Also, dann haben wir auch nicht nur den 16. März Schulschließung, sondern wir Hessen, wir waren mutig und der Kultusminister war mutig. Da gab es Bedenkenträger, die gesagt haben, jetzt können wir aber kein Abitur schreiben. Doch, wir haben gesagt, die Schülerinnen und Schüler, die Abiturientinnen und Abiturienten, die haben ein Recht darauf. Die haben ein Recht darauf, weil sie sich vorbereitet haben, ihr Abitur zu schreiben. Und es ist großartig, liebe Kolleginnen und Kollegen. 96% der Schülerinnen und Schüler haben freiwillig gesagt, jawohl, wir machen das. Wir wollen unseren Abschluss machen. Das ist ein Beleg für die innere sittliche und bildungspolitische Reife, die Sie in Hessen erreicht haben. Unser Verdienst, unsere Politik. Und da sind wir auch stolz drauf, meine Damen und Herren. Und es gab im Übrigen auch keine Zwischenfälle. Das finde ich auch schön, wirklich bemerken zu dürfen. Und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich daran maßgeblich an diesem grandiosen Erfolg teilgehabt haben. Gestatten Sie mir, auf ein paar Punkte einzugehen, die in Ihrem Antrag vorkommen. Es geht, na ja gut, das dient ja doch der Debatte, Herr Kollege, das gehört doch sicherlich dazu. Wir haben frühzeitig eine Perspektive gegeben und am 27. April die schrittweise Öffnung der Schulen in Angriff genommen. 6 Wochen später, Sie haben in Ihrer Presseerklärung geschrieben, gemeinsam mit der SPD, 5 Wochen, wir haben es nach 6 Wochen dann umgesetzt, da war Hessen auch wieder ganz vorne mit dabei. Weswegen? Weil wir die Abschlüsse sicherstellen wollen. Abschlussklassen müssen ran. Abschlussklassen müssen die Möglichkeit haben, sich auf Prüfungen vorzubereiten. Das haben wir umgesetzt. 110.000 Schülerinnen und Schüler sind an den Start gegangen. Das hat gut geklappt, genau wie mit den 70.000 Abiturprüfungen das gut geklappt hat. Wir haben 750.000 Mund-Nase-Schutzmasken verteilt, 18.000 Liter Desinfektionsmittel, Handschuhe, Schutzkittel, all das, was dazugehört, zuzüglich der Hygienepläne, Raumpläne. All das hat gut funktioniert. Da gab es auch keine Kritik vor Ort. Und ich bin dankbar dafür, und ich sage es wiederholt, dass die Kolleginnen und Kollegen das so bedacht und so sorgsam gemeinsam mit der Schulverwaltung und der Schulleitung gemacht haben. Das war prima. Ich komme zu Ihrem Punkt 3, Digitalisierung und unterrichtsersetzendes Lernen zu Hause. Ja. Sind wir mal ehrlich, meine Damen und Herren, uns wirklich ehrlich machen. In den letzten 75 Jahren hat es so etwas nie gegeben wie Schulschließungen in der Fläche. Nie. Gott sei Dank, sage ich ausdrücklich. Und damit hat auch keiner gerechnet. Ich will das in diesem Hause wirklich mal sagen. Es wird hier so getan, und das hättet ihr, und das hättet ihr, und das hättet ihr. Gott sei Dank haben wir 75 Jahre Frieden. Gott sei Dank. Und natürlich gibt es in Friedens- und in normalen Zeiten keine Schulschließungen. Da hätte doch im Februar nicht ernsthaft jemand mitgerechnet, dass wir auf einmal am 16. März den kompletten Schulbetrieb einstellen. Und dass wir dort dann auch am offenen Herzen operieren, ich sage es sehr bewusst, und
da nicht eine komplette Planung haben, was machen wir an welchem Tag neu. Das ist doch auch klar. Aber wir machen einen Plan gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, was verantwortlich ist und was vor Ort geht. Und darum geht es. Und ich höre vor Ort ausdrücklich Lob für das, was wir abliefern. Und deswegen will ich auch da mal darauf zu sprechen kommen, das Schulportal Hessen ist in dem Umfang, wie es wir vorhalten, etwas Einmaliges. So etwas gibt es in keinem anderen Bundesland. Und wenn wir jetzt mal 6 Wochen zurückschauen und schauen, wie viele Schulen zu diesem Zeitpunkt am Schulportal dran waren und wie viele heute am Schulportal teilhaben, stellen wir fest, ein Zuwachs von 50%. Und da sage ich, ein Zuwachs, 1.000 Schulen, ja, und jetzt, das sage ich auch ehrlich dazu. Ja, wir haben bei den Serverkapazitäten Spielraum erhoben. Da müssen wir ran. Ich sage das ausdrücklich. Das ist vollkommen richtig. Und das zeigt, dass wir da noch nachsteuern müssen. Und unser Ziel ist und bleibt, das sage ich auch ausdrücklich, dass wir zum neuen Schuljahr alle Schulen dran haben. Und da ist noch Arbeit. Da brauchen wir auch nichts hin und her zu diskutieren. Aber das, was wir vorhalten, ist großartig. Das, was wir vorhalten mit dem Schulportal, ist einmalig. Und das hat so kein anderes Bundesland. Also tun wir doch nicht so. Ja, vielen Dank. Tun wir doch nicht so, als würde die Welt irgendwo viel, viel schöner sein. Nein, wir machen hier einen richtig guten Job. Und das sehen die Leute vor Ort auch. Und da sind die Leute auch dankbar für. Deswegen will ich auch zum Digitalpakt noch einiges sagen. Dieser Digitalpakt ist eine zunächst einmal Infrastrukturmaßnahme, die wir vorgenommen haben. Aber wir haben auch das besser gemacht, denn als Hessen haben wir 25% Mittel draufgelegt. Das heißt auch, von dem, was zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde, dass von 20% der Mittel Endgeräte gekauft werden dürfen, hat das zur Folge, weil wir so großzügig sind, aber weil es auch der Sache dient, 25% draufzulegen, also gibt es auch da alleine schon mal 25% mehr Endgeräte, zuzüglich der Endgeräte, die wir logischerweise dann mit unter die Leute bringen und in Pools vorhalten, wenn die Abstimmung mit dem Bund dann zu Ende kommt. Deswegen will ich jetzt auch zum Ende kommen, weil ich sehe, Herr Präsident, dass die Zeit so ein bisschen abläuft. Das ist schade, weil ich noch einiges mehr zu bieten hätte. Ich gebe die Perspektive, die schrittweise Öffnung. Und da bin ich Herrn Staatsminister Klose dankbar, dass er das gestern gesagt hat. Staatsminister Lorz hat das ebenfalls angekündigt. Jawohl, unser Plan ist, am 18. Mai geht es weiter mit einem großen Öffnungsschritt. 400.000 Schüler werden dann an den Start gehen. Das ist zumindest das Ziel. Schauen wir mal, was heute bei der MPK, bei der Schalte mal rauskommt. Aber die Idee haben wir zumindest. Und dass wir dann am 2. Juni die Klassen 1 bis 3 ebenfalls noch an die Schule bringen. Wenn das am 18. Mai mit den Klassen von der 4. bis zur 11. Klasse klappt, zuzüglich der beruflichen Schulen in der Teilzeit, dann haben wir vor den Sommerferien, vor der Sommerpause alle Kinder, alle Jugendlichen, alle jungen Erwachsenen an der Schule gehabt und werden unserem Arbeitsauftrag, den Anspruch auf Bildung, auch gerecht. Deswegen, ich danke Ihnen herzlich. Danke aber insbesondere all denjenigen, die eine großartige Arbeit leisten für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen an den Schulen. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat nun der Kollege Frank Diefenbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Der Schutz der Gesundheit hat an hessischen Schulen allerhöchste Priorität. Das gilt insbesondere auch während der Corona-Krise. Das Hessische Kultusministerium hat hierfür detaillierte Hygienepläne ausgearbeitet, die an den Schulen erfolgreich umgesetzt werden. Gestützt auf diese Hygienepläne kann der Präsenzunterricht nun auch nach bestem Wissen und Gewissen seit dem 27.04. wieder schrittweise eingeführt werden.
Sie von den Freien Demokraten möchten der Landesregierung und den Sie tragenden Landtagsfraktionen mit Ihrem Antrag diesbezüglich Nachhilfeunterricht erteilen. Aber als Lehrer mit über 20-jähriger Berufserfahrung teile ich Ihnen mit, das Wichtigste am Unterricht und auch am Nachhilfeunterricht sind die Inhalte, und das sieht man in Ihrem Inhalt, in Ihrem Antrag leider nicht. Und übrigens, für den Bildungsprozess ist es immer dienlich, das gilt nicht nur in der Schule, dass man erst einmal zuhört. Vielen Dank. Wenn wir Ihren Antrag einmal gemeinsam durchgehen, wird das auch alles sehr schnell klar. Erstens zum Gesundheitsschutz. Es stimmt, Gesundheitsschutz hat nicht absolute Priorität, aber, und das ist ein feiner Unterschied, er hat bei uns allerhöchste Priorität. Das ist ein feiner Unterschied, aber ein ganz gewichtiger. Dem Juristen Promny möchte ich zurufen, auch bei der wechselseitigen Zuordnung von Rechtsgütern ist es natürlich immer so, dass der Rang, den ein Rechtsgut in einer konkreten Situation einnehmen kann, durchaus unterschiedlich ist. In dieser Situation, in der wir alles dafür tun, natürlich dem Bildungsrecht auch Genüge zu tun, ist es trotzdem so, dass vorrangig momentan der Gesundheitsschutz ist und sonst zunächst einmal erst einmal nichts. Zweitens zum Hygieneplan, der hier vom Kollegen Rock mit den Worten Hände waschen und kaltes Wasser gering eingeschätzt wird, möchte ich sagen. Ich zitiere aus dem Hygieneplan. Hände waschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden oder, falls es nicht möglich ist, B, Händedesinfektion. Das heißt, diese Dinge werden hier alternativ und ergänzend nebeneinander gestellt. Es muss nicht an jeder Ecke ein Desinfektionsautomat hängen. Und außerdem, das sagen Ihnen auch alle Virologen, Sie haben ja jetzt schon mehrfach betont, dass Sie der Wissenschaft zu großen Raum einräumen, da hören Sie denen mal kurz zu, die sagen Ihnen, wichtiger noch, neben dem auch wichtigen Händewaschen, ist das Abstandsgebot. Und das müssen wir jetzt einmal realisieren. Deshalb helfen uns Ihre übereilten Rezepte, die Sie uns in der Vergangenheit gegeben haben, überhaupt nicht weiter. Wir nehmen den Gesundheitsschutz ernst. Wir öffnen die Schulen Zug um Zug. Der FDP kann es nicht schnell genug gehen, liebe FDP-Fraktion. Ich frage mich wirklich, wo bleibt der Gesundheitsschutz in Ihrem Konzept? Zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Die auseinanderklaffende Bildungsschere wird am besten durch Präsenzunterricht bekämpft. Gerade den Schülerinnen und Schülern aus bildungsferneren oder sozial schwachen Familien kommt das zugute. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir jetzt moderat mit Augenmaß und Sachverstand die Schulen wieder öffnen. Ab dem 18. Mai werden die Schulen in eingeschränktem Umfang geöffnet für die vierten Jahrgangsstufen an Grundschulen, für die Sekundarstufe 1, für die E-Phase in der Sekundarstufe 2, für die Intensivklassen an den weiterführenden und beruflichen Schulen, an den Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist auch gedacht, die eine duale Ausbildung absolvieren. Das ist ja wohl eine ganze Menge. Und ab dem 2. Juni kommt dann in am zweiten Vorgang noch die ersten drei Klassen der Grundschulen hinzu, die Vorklassen, Vorlaufkurse, Intensivklassen usw. So das ist Schulöffnung mit Augenmaß, und so muss es auch geschehen, denn diese Schülerinnen müssen auch einen Präsenzunterricht erhalten, damit sie sozusagen, damit man ihren Bedürfnissen auch gerecht werden kann. Mit all diesen Maßnahmen wird den Schülerinnen und Schülern ihren Bedürfnissen nach Präsenzunterricht gerecht. Wir entlasten die Familien dadurch vor allem und haben den Gesundheitsschutz immer vordergründig im Auge. Im Übrigen gibt es zwei weitere Ansätze, die Sie sicherlich noch kennen aus den vergangenen Debatten, die wir zum Thema Bildungsgerechtigkeit auf den Weg gebracht haben. Die besten Schulen gehören an die Orte mit den größten Herausforderungen. Und wir haben unsere multiprofessionellen Teams auf den Weg gebracht, die auch verstärkt werden. Das ist das, was wir brauchen. Und auch im Bereich der Bildungsgerechtigkeit geht es nicht von heute auf morgen. Gewachsene Strukturen brauchen auch Zeit, bis man sie angegangen hat. Da nützt es nichts, wenn man sagt, schneller, weiter, höher. Das ist kein Konzept, das ist nur ja, ein Gemecker letztendlich, mit dem wir nichts anfangen können. Zum Thema Digitalisierung. Mit der Umsetzung des Digitalpaktes sind wir in Hessen auf einem guten Weg.
die Digitalisierung der hessischen Bildungslandschaft voranzubringen. Im FDP-Antrag heißt es, das Schulportal muss bis spätestens zu den Sommerferien allen Schulen zur Verfügung stehen. Ja, okay, aber diese Zeitpunktsetzung in Ihren Anträgen sind doch letztendlich willkürlich. Sie könnten auch sagen, es muss bis zum 1.6. fertiggestellt sein oder bis zum 1.7. Sie hätten auch sagen können, nach den Ferien muss es fertig sein und so weiter und so fort. Ja? Die einzige vernünftige Satz lautet, das Schulportal muss möglichst schnell allen Schulen zur Verfügung stehen, wobei es den meisten ja schon zur Verfügung steht. Das ist das, was wir versuchen. Das wird auch gemacht. Im Übrigen ist die Digitalisierung der Bildungslandschaft kein Gegenteil, kein Gegensatz zum Präsenzunterricht, sondern eine wohl überlegte Ergänzung. Wenn Sie jedem Kind ein Endgerät ermöglichen wollen und Ihnen wirklich die soziale Situation am Herzen liegt, dann setzen Sie sich doch bitte als Erstes auf Bundesebene für eine Änderung der Bedingungen für Arbeitslosengeld II ein. Und ich warte darauf, dass das der Christian Lindner anspricht. Ja, machen Sie es doch endlich. In Hessen haben wir 20% der Fördersumme für Endgeräte vorgesehen. Wir müssen auch in kritischen Situationen einen klaren Kopf bewahren und Handlungen nach bestem Wissen und Gewissen abwägen. Blinder Aktionismus hilft keinem weiter. Der Promny hat vorhin hier gestanden und gesagt, zu wenig, zu spät, zu langsam. Das ist für mich, ja. Und das ist kein inhaltliches Konzept. Das kann man letztendlich bei jeder, Moment, hören Sie doch mal zu. Das kann man bei jeder politischen Forderung sagen, zu wenig, zu langsam, zu spät. Das ist doch kein Argument. Das ist doch kein Sachargument. Ich bitte um Verständnis. Die Corona-Krise ist ein wirkliches Beispiel für ein gesamtgesellschaftliches Problem. Alle sind betroffen, und alle müssen mitwirken. Auch die FDP-Fraktion muss inhaltlich mitwirken. Wir haben für die Bewältigung der Corona-Krise keine Blaupause. Deshalb gilt Folgendes. Liebe FDP-Fraktion, es reicht nicht, wenn man wie Christian Lindner ständig von Talkshow zu Talkshow tingelt und dort einen auf Musterschüler macht, der schon immer alles besser gewusst habe, der dort Schnelligkeit einfordert, wo Bedachtsamkeit und Gründlichkeit angesagt sind, der immer das Kind mit dem Bade ausschüttet, wo Differenzierung statt Pauschalisierung angesagt wäre, und der immer einen Ratschlag für Regierende hat, auch wenn er selbst immer vor der Regierungsverantwortung davonläuft. Ja. Ruhig, ruhig bleiben. Wenn Christian Lindner mein Schüler gewesen wäre, er ist 10 Jahre jünger, das ist kein Argument, das gebe ich zu. Hätte ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Christian, du musst nicht permanent dich melden und reden. Du darfst auch in brenzligen Situationen ruhig mal in Ruhe nachdenken, bevor du dich zu Wort meldest. Dadurch bekommst du keine schlechtere Note. Ich fasse zusammen. Die Schulen werden erstens sukzessive wieder für alle Jahrgangsstufen geöffnet, nach einem Plan, nicht alle auf einmal. Der alte Stundenplan kann logischerweise nicht von 0 auf 100 wieder umgesetzt werden. Das ist doch völlig klar. Zweitens. Die Digitalisierung der hessischen Schullandschaft ist in vollem Gang und wird weiter gefördert, sowohl für die Nutzung im Präsenzunterricht als auch für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen. Die schulische Normalität kann wie die gesamtgesellschaftliche Normalität insgesamt nur schrittweise erreicht werden. Lassen Sie uns alle gemeinsam jeden Schritt der Schulöffnungen bewusst und verantwortungsvoll gehen, um den jeweils nachfolgenden Schritt nicht zu gefährden. Nur so und nicht durch die Forderung schneller, weiter, höher werden wir dem Anspruch gerecht, das Recht auf Bildung und den Gesundheitsschutz in Hessen auch weiterhin bestmöglich zu gewährleisten. Vielen Dank.